Vielen Dank für die Einführung. Ich werde jetzt ein wenig zuerst über zwei Dinge sprechen. Zuerst über Open Web Globe, das Projekt. Aber bevor ich mit Open Web Globe loslege, spreche ich über WebGL. Darf ich gerade in die Runde fragen, wer von Ihnen hat schon mal etwas von WebGL gehört? Gut, es werden immer mehr. Super. WebGL ist ein Industriestandard, also das heißt nicht Open Source in diesem Sinne. Es ist eine Working Group dahinter, wie Apple, Chrome, Mozilla, Opera. Die ganz großen Browserhersteller sind dabei. Und die spezifizieren im Prinzip diesen Standard. Und WebGL ist im Prinzip extrem tief bei der Hardware. Also wir können mit WebGL direkt auf die GPU zugreifen und dort über Vertex Buffer direkt ganz, ganz tief schnelle Dinge erledigen, die sonst mit JavaScript nicht funktionieren würden in dieser Geschwindigkeit. Also im Prinzip basiert WebGL auf dem OpenGL AES. AES steht für Embedded Systems und OpenGL AES wiederum ist aufgebaut auf dem OpenGL Standard, der mittlerweile in der Version 4.4 erhältlich ist. Ist ein sehr alter Standard, also relativ 1992 wurde die Version 1.0 herausgegeben, ist doch schon eine Zeit her. Und gerade weil es schon ein etablierter Standard ist, kann man viele Programme, die früher nur mit C++ in dieser Geschwindigkeit liefen, heute auch in JavaScript realisieren. Also viele von Ihnen haben schon etliche Demos gesehen und es ist doch beeindruckend, wie schnell im Prinzip die Grafikanwendungen heute im normalen Browser schon laufen. Gut, das zweite Thema, Open Web Globe, ist ein Open Source Virtueller Globus, welcher eben auf Basis von diesem WebGL erstellt wurde. Und im Prinzip ist es ein Projekt, das seit 2011 von uns an der Fachhochschule Nordwestschweiz initiiert wurde und im Prinzip einen virtuellen Globus mit sehr vielen Datenmengen realisieren kann. Open Web Globe, da haben wir im Prinzip zwei Dinge. Auf der einen Seite ist die Visualisierung, die 3D-Visualisierung, das, was Sie im Browser sehen. Und der zweite Teil von Open Web Globe ist die Datenaufbereitung, auf die ich hauptsächlich heute zu sprechen komme. Und weil es eben mit WebGL realisiert wurde, läuft es pluginfrei in modernen Browsern. Hier ein Demo, eine Demosequenz mit verschiedenen Datenquellen aus der Schweiz. Hier sieht man den Aletschgletscher. Man kann im Prinzip mit der Maus normalerweise interaktiv rumfliegen und sieht dann im Prinzip die Terabytes an Daten, die dahinter liegen. Also das wird gestreamt, das heißt, wir können im Prinzip viel mehr Daten im Hintergrund haben, als wir sichtbar haben. Also das kennen Sie alle aus OpenStreetMap. Wenn Sie reinzoomen, erhalten Sie immer langsam mehr Daten. Und im Prinzip ist das dasselbe, nur dreidimensional. Gut, wie gesagt, läuft es heute, und da bin ich besonders froh, auf allen großen Browsern, inklusive unserem geliebten Microsoft Internet Explorer in der Version 11. Und das ist doch, muss man auch sagen, von Microsoft eine, was ich das jemals sage, ist erstaunlich, eine großartige Leistung, dass sie es geschafft haben, einen Standard auch so zu übernehmen. Es ist allerdings noch mit gewissen Nebenwirkungen verbunden. Es ist vielleicht zu 90% realisiert bei Internet Explorer. Allerdings, Open Web Globe läuft heute schon mit dem Internet Explorer 11. Gut. Was kann Open Web Globe? Wir können verschiedene Datenquellen anzapfen, also wir können Bild- und Höhendaten aufbereiten, diese ansehen. Wir können diese kombinieren, also hier noch oben rechts haben wir einen Screenshot mit OSM-Daten, also den 2D-Kacheln von OSM, kombiniert mit einem Satellitenbild. Wir können 3D-Objekte, texturiert, untexturiert, ist egal, darstellen. Wir können Overlays gestalten, also hier zum Beispiel Radardaten können wir über den Globus legen. Wir können selbstverständlich das POIs realisieren, aber auch Dinge, die andere virtuelle Globen heute so noch nicht können, wie zum Beispiel Streaming von sehr großen Punktwolken. Und eben wie ich gesagt habe, die Datenprozessierung, diese Trennung Datenprozessierung auf der einen Seite und Viewer auf der anderen Seite, ermöglicht uns, diese Datenkanäle im Prinzip selbst zu kontrollieren. Also wir können sehr große Bilddaten einbauen.
Wir haben im Prinzip die Kontrolle über die Daten. Wir können wählen, wollen wir zum Beispiel, wie gesagt, OpenStreetMap-Daten visualisieren oder wollen wir vielleicht kommerzielle Daten visualisieren. Da sind wir im Prinzip sehr flexibel. Und auch das weitere große Plus von einem solchen Globus gegenüber den proprietären Lösungen ist, wir haben totale Kontrolle über die Daten. Das heißt, wir können unsere Webserver selber hosten. Wir können im Prinzip selbst eine Cloud aufbauen mit unseren eigenen Daten und müssen die nicht irgendwie von anderswo holen und so auf die Aktualität verzichten von den Daten. Wir waren bei der Wahl der Lizenz, haben wir uns für die MIT-Lizenz entschieden, weil wir denken, wir wollen im Prinzip keine Restriktionen zusätzlich einbauen. Wir wollen eine Lizenz, die auch erlaubt, im Prinzip allen Leuten mit dem Code umzugehen, wie sie wollen. Also sie müssen nicht Source Code wieder zurückgeben. Und was auch schön ist, ist, dass wir beliebige Applikationen heute schon realisiert haben mit dem Open Web Globe. Und es werden auch immer mehr. Ein wichtiger Punkt bei der Erstellung oder bei der Realisierung dieses Globus war, wir wollten im Prinzip in wenigen Zeilen Code, das ist JavaScript-Code, HTML5, kombiniert mit möglichst wenig Code einen virtuellen Globus realisieren. Also hier sehen wir, gut, es ist nicht extrem wenig, aber es ist relativ einfach. Zuerst müssen wir diesen WebGL-Kontext über den Canvas realisieren. Dann erschaffen wir mit einer Funktion createGlobe den Globus und dann können wir die Datenquellen hinzufügen. In diesem Beispiel haben wir nur gerade einen Layer hinzugefügt, das ist ein Image-Layer, der hat hier einen Service, das sind verschiedene Dinge, wie WMS kann man sich vorstellen. Wir haben auch einen eigenen Teilservice realisiert, aber da ist im Prinzip alles möglich, das auch zu erweitern und so beliebige Daten anzuzapfen. Natürlich, neben dem Image-Layer braucht es auch einen Höhen-Layer oder einen Punktwolken-Layer und so weiter oder auch einen 3D-Geometrie-Layer, auf den ich gerade später zu sprechen kommen werde. Und im Prinzip ist es schön, dass mit relativ wenig Code schon ein komplexer Globus realisiert werden kann. Ich habe hier noch eine Folie für diejenigen, die kurz das testen wollen, vorbereitet. Das sind so mit JS-Fiddle, da kann man so JavaScript, Source-Code live editieren, so ein paar Daten, so ein Hello World, wo nur gerade die World Hello sagt, oder auch ein OpenStreetMap-Demo, wo dann die OpenStreetMap-Daten verwendet werden, oder auch so mit POIs setzen, mit der Maus kann man da verschiedene POIs setzen. Und da ist noch ein Link zu aktuellen Open Web Globe SDK, der Source-Code ist auf GitHub, GitHub, Open Web Globe, ganz einfach. Gut. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema langsam. Die Prozessierung von Daten ist eigentlich das zweite Steckenpferd von Open Web Globe. Und hier haben wir uns entschieden, kürzlich, dass wir auf MongoDB und Node.js setzen, wobei man beide ersetzen kann. Also MongoDB kann man auch durch S3 von Amazon ersetzen, ist so abstrahiert, dass das austauschbar ist. Also der Prozess ist folgendermaßen, wir laden zuerst Rohdaten, das sind Bilddaten, Höhendaten und so weiter, auf eine Cloud und dort werden diese optional vorprozessiert. Das kann auch Realtime geschehen und gecached werden, aber so vielleicht 10 Stufen können wir vorcachen und dann bei den Requests werden die entsprechenden Tiles später gecached und können so von jedem auf dem Webviewer angesehen werden. Also im Prinzip ist es eine Art Crowdsourcing von den Benutzern. Je mehr Benutzer auf diese Globus-Webseite gehen, desto mehr Tiles werden generiert und die werden dann eben in einem S3 oder in einem MongoDB-Cache gespeichert. Gut, aber wenn wir von Tiles reden, müssen wir zuerst uns überlegen, was für Typen von Tiles gibt es und was für Typen von Tiles werden von Open Web Globe unterstützt. Das einfachste Teil, das kennen wir alle, ist ein 2D-Image-Teil. Also im Prinzip ist das ein RGB- oder ein RGBA-Teil, welches meistens aus 256 mal 256 Pixel besteht. Und dann gibt es noch eine Beschränkung über das Level of Detail. Und diese ist bei diesem Typus von Teil einfach die Anzahl Pixel, also das heißt 256 mal 256. Die sind im Prinzip alle gleich groß und man zoomt hinunter, man zoomt wieder weg und diese Tiles existieren. Der zweite Typ von Teil ist
ein Vektorteil, und da muss man aufpassen, da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante kennen wir auch alle, das ist die gerasterte, zum Beispiel mit Mapnik gerasterte Kachel, welche im Prinzip auch nichts anderes ist als ein Bild. Also auch wieder wie das 2D-Image. Allerdings ist auch ein Trend hier, dass man beginnt, Vektordaten wirklich als Geometriedaten zu speichern. Oder eine Kombination von beiden. Zum Beispiel, dass eine gerasterte Kachel existiert, aber der Text, der ist im Prinzip als Vektor definiert. Oder als Zeichenkette in unserem Fall. Gut. Der dritte Typ ist das Höhenteil. Das kann zum Beispiel so ein Elevation-Teil sein, wie wir das hier sehen. Im Prinzip ein 17x17 oder größer Teil, welches aus Höhendaten besteht. Und Höhendaten heißt, es ist ein 2,5D-Teil, welches aus im Prinzip jedes Pixel in Anführungszeichen jetzt ist, beschreibt die Höhe. Und aus diesem können wir dann in einem zweiten Schritt so ein Mesh generieren, so ein 2,5D-Mesh, welches wir vorher gesehen haben im ersten Film, im Prinzip diese Geometrie, diese Höhen darstellt. Das ist allerdings ein Spezialfall. Wir müssen uns überlegen, gibt es nicht ein weiteres Teil, ein 3D-Geometrie-Teil, welches im Prinzip beliebige Geometrie enthält. Und beliebig, da kann man sagen, gehen wir tief zur Grafikkarte und gehen zu den Vertex-Buffern, Index-Buffern und so weiter, vielleicht noch eine Referenz auf eine Textur und so diese Dinge in einer Kachel zu speichern. Und da können wir sagen, okay, sehen wir das Ganze für Gebäude an. Und okay, wenn wir ein Gebäude haben, ist die Frage, müssen wir das Gebäude zerschneiden? Oder sagen wir, okay, dieses Teil, wo der Schwerpunkt in der Mitte ist, dieses Teil erhält dieses Gebäude und das Nachbarteil dann nicht mehr. Das sind dann diese Überlegungen, die bei einem solchen 3D-Geometrieteil gemacht werden. Und da sehen wir, wir haben plötzlich keine schöne abgeschnittene Geometrie mehr. Und hier ist die Level of Detail-Beschränkung vielleicht die Anzahl Punkte oder vielleicht die Anzahl Dreiecke. Das kann man so machen. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir einen weltweiten Datensatz von Gebäuden haben wollen, dann nehmen wir die OpenStreetMap-Datenbank, die inzwischen auch in einem sehr limitierten Ausmaß über Beschreibungen verfügt, um so ein 3D-Gebäude zu realisieren. Das haben wir gemacht für die ganze Welt. Oben rechts sehen wir New York. Da ist ein bisschen eine bessere Beschreibung der Dachformen, sage ich mal, gegeben. Aber wir haben uns weniger jetzt auf das schöne Aussehen konzentriert hier. Also es gäbe noch etliche Dachformen, die bereits in der OSM-Datenbank gespeichert sind, aber die sind im Prinzip noch sehr wenig vorhanden. Also im Prinzip sind die meisten Gebäude, wie wir unten links ist die verbotene Stadt in Peking und die Dachformen, diejenigen, die das kennen, sind doch ganz anders in der Realität. Und das ist halt schade, aber das ist für dieses Experiment im Moment noch egal. Wir haben auch die Möglichkeit eingebaut, dass wir gewisse Gebäude austauschen können. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier das Kolosseum in Rom, welches im Prinzip keine OpenStreetMap-Daten sind, sondern ein Ersatz des Kolosseums, welches hier nicht so schön wäre, wie das dargestellt ist. Und so können wir im Prinzip eine Datenbank aufbauen, welche aus komplexeren und weniger komplexeren Gebäuden existiert. Gut, und hier sehen wir noch in London ein Beispiel von solcher Kombination mit einem ersetzten Gebäude und hinten noch die OSM. Und wenn wir genau schauen, sehen wir auch das Problem, dass die Höhe leider bei den wenigsten Gebäuden bereits beschrieben ist. Hinten sehen wir ein paar Wolkenkratzer, aber im Prinzip für die anderen Gebäude haben wir eine Standardhöhe angenommen, was bedauerlich ist. Aber jetzt, wie gesagt, die Visualisierung war nur der kleine Teil bei diesem Experiment. Wir wollten im Prinzip einen Datendienst aufbauen. Wir haben dazu das Node.js verwendet. Wir haben zwei verschiedene Dienste am Laufen. Das eine ist ein Caching-Dienst, welcher im Prinzip diese Daten, wenn sie angefordert werden, zuerst nachschaut im Cache, existieren die schon? Und wenn ja, dann schön, nehmen wir das aus dem MongoDB oder aus dem S3 von Amazon, ist egal, ist abstrahiert, nehmen wir das heraus und liefern das zurück. Im zweiten Teil, da nehmen wir so ein 3D-Building aus der Postgres-Datenbank von OSM heraus und schauen, so gut wie möglich bauen wir dann eine 3D-Geometrie daraus. Und wenn wir das getan haben, dann speichern wir das
in der MongoDB oder in einer anderen Datenbank, die möglichst schnell ist, wieder ab. Und so können wir eigentlich mit der Zeit genau das gleiche Crowdsourcing erstellen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, mit diesen Image- und Bilddaten. Das heißt, je mehr Leute auf diesen Dienst gehen, desto größer wird unsere 3D-Datenbank. Und hier noch ein Film, wie das aussieht. Hier ist das Caching, wir können alles aktivieren und deaktivieren, das ist ein bisschen eine experimentelle Umgebung. Jetzt hier im Moment ist der Cache eingeschaltet, das heißt, diejenigen Gebäude, die schon im Cache waren, die werden geladen und andere werden dann halt in Realtime erstellt, wie wir jetzt hier im Hintergrund gesehen haben. Und wenn man irgendwo hineinspringt, sieht man, diejenigen, die im Cache waren, werden geladen und die anderen, die brauchen halt beim ersten Laden ein wenig länger. Gut, wir haben auch das erweitert für Nicht-OSM-Daten. Wir haben da noch historische Daten. Das ist Augusta Raurica, ist eine alte Römerstadt bei uns in der Region. Und da haben wir auch mit Texturen ein wenig experimentiert und hier im Prinzip mit demselben Caching-Algorithmus das so realisiert. Und im Prinzip können wir heute weltweit solche 3D-Geometrien auf dem ganzen Planeten relativ einfach realisieren und mit relativ einfach meine ich mit dem gleichen Prinzip wie 2D-Daten geladen werden in einer 2D-Karte zum Beispiel. Gut, komme ich zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass wir diese 3D-Tiles einsetzen können für den weltweites Rendering und da muss ich auch den OSM-Leuten danken, dass so ein toller Datensatz existiert. Und wir haben auch gezeigt, dass wir mit der MongoDB oder mit der S3-Daten relativ gut cachen können und diese Daten auch von der Postgres-Datenbank, dass der Zugriff, der nicht so optimal schnell ist, dass der im Prinzip reicht, wenn wir das Caching dazuhängen. Und in Zukunft werden wir noch mehr Dachformen unterstützen, jedoch eben der Anteil von sehr gut dokumentierten Dachformen ist leider in der OSM-Datenbank noch relativ klein. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit und es werden viele Leute, das haben wir auch angefangen bei uns in der Region, anfangen, die Dachformen auch zu erfassen. Das ist ein neuer Challenge, wenn halt das ganze Quartier schon gemappt ist, kann man ja sagen, gut, dann gehen wir zu den Dachformen. Und wir wollen auch andere OSM-Daten zukünftig unterstützen, wie zum Beispiel Straßen, Bäume und so weiter, und diese dann mit einer geeigneten Repräsentation weltweit darstellen können. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für das zahlreiche Erscheinen. Weitere Informationen über das Open Web Globe Projekt können Sie den Links entnehmen. So, gibt es Fragen? Mich würde interessieren, woher die Gebäude kommen, die 3D-Modelle, die ihr da benutzt. Also die besseren sozusagen. Also im Falle von diesem Augusta Raurica, die wurden von unseren Studierenden an der Fachhochschule Nordwestschweiz vermessen und so eins zu eins abgebildet. Und die anderen, die haben wir so einfach zusammengefunden im Netz und zusammen und ein bisschen optimiert. Es ist ein bisschen ein Prozess. Auf was ich nicht eingegangen bin, ist eben der ganze Umgang mit Texturen. Wenn wir so Modelle ansehen, dann sind die meistens mit so ein Gebäude besteht aus 20 Texturen. Und das braucht natürlich viel zu viel Speicher für eine solche Repräsentation. Das heißt, wir müssen noch das Modell zuerst optimieren, einen Texturatlas rechnen lassen und solche Dinge. Und diese optimierten Modelle verwenden wir dann im Open Web Globe. Das ist noch ein Zusatzschritt, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin. Gut, weitere Fragen? Meldung war es erst hin. Die Ersetzung von den 2D-OSM-Gebäuden durch 3D-Modelle ist wahrscheinlich bisher manuell, nehme ich an. Habt ihr Ideen, wie man so etwas automatisiert machen kann und Duplikate vermeiden kann, dass also nicht zwei Modelle übereinander liegen? Das ist in der Tat ein sehr großes Problem, weil es leider Gebäude gibt, die aus mehreren IDs bestehen, aber dasselbe Objekt sind und das ist nach wie vor ein manueller Prozess.
Wir haben das auch beschränkt auf, wir haben das Buildings of Interest genannt, wie zum Beispiel der Eiffelturm oder Tower of London, die Pyramiden in Ägypten und so weiter, oder die Freiheitsstatue, dass einfach diese ganz wichtigen Gebäude, die sind dann, werden ersetzt. Und im Prinzip die anderen, die reicht ja die OSM-Darstellungen aus. Und wenn wir denken, dass in Zukunft OSM immer besser wird, dann können wir sogar zukünftig auf diese Buildings of Interest ganz verzichten. Habt ihr das mit High Resolution Models gemacht? So wie es funktioniert mit High Resolution Models? Ja, ich habe das verstanden. Mit was für Models? High Resolution Models. High Resolution Models, ja. Also wir haben natürlich auch ein Level of Detail Konzept dahinter. Also wir haben ja im Prinzip auch verschiedene Stufen. Weil im Prinzip die Kacheln sind dieselben Kacheln, wie wir sie aus der 2D-Bilddatengrundlage kennen. Und wir haben einfach eine Restriktion drin. Das heißt, das ist die Anzahl Dreiecke. Das heißt, wenn wir diese Anzahl Dreiecke erreicht haben, wenn wir sagen, eine Kachel kann maximal 1000 Dreiecke haben. Wenn das nicht erfüllt ist, dann müssen wir diese Buildings so optimieren, dass sie auf 1000 Dreiecke unterkommen. Und das heißt, wenn wir ein extrem detailliertes Modell haben, kommt das erst auf der alleruntersten Stufe zum Vorschein. Und oben ist dann eine Repräsentation, die halt aus maximal 1000 Dreiecken pro Kachel besteht. Also man muss da wirklich nahe ranzoomen, wie zum Beispiel hier, damit überhaupt diese Details dann sichtbar werden. So, eine letzte Frage. Hat noch jemand eine Finalfrage? Keine Meldung mehr? Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für diesen interessanten Vortrag. Gleich kommt Tobias Knerr.